Vor allem, wieso ist dieses Kabel durch die Wand gezogen worden und wer hat dieses Kabel gelegt? Die feuchten Passagen. Oho. Benimm dich. Wilson, record. Things aren't right with this place. I don't know if I'm seeing things. Maybe I am. It's not deserted here. There are things moving. Under the ground. Things that walk. Things that don't even have a shape, like living smoke. Some of it I don't even want to talk about. I'm starting to wonder what finished off all the people I found down here. Perhaps Gliese isn't a safe place after all. I followed a cable into these caves. I think it was used for energy transmission. I can't shake the feeling that I'm being led somewhere. Scan out. Operator, wet. Ja. Beruhig dich, 56% nass. Ist doch nicht nass. Halb nass. Aber ja, hier ist einiges im Argen. Ladebildschirm. Ladebildschirm vorbei. Ein Speicherstein, hurra! Yippie-yay. Jo, eine Truhe mit meinem einen freien Inventarplatz hier. Dann haue ich jetzt die Dinger erstmal da rein. So, sind wir denn immer noch in... Oh, hier... Da ist etwas. Ich glaube, wir sind tot. Mäh, mäh. Ja. Okay. Also wir müssen da durch und uns dann verstecken vor dem Viech. Aber sehen tut er uns nicht, ne? Nee. Gut. Sehr gut. Hier sind nur die Fressalien drin, ne? Worship Tabulate, zwei Artefakte, Relikte und so weiter und so fort. Sag, mit denen wir erstmal nichts. Ja, wir hätten nichts anfangen können, aber lieber. Müssen wir halt rumrennen, um die zu suchen. So, mal gucken, welchen Weg der jetzt geht hier. Ich denke mal, er wird da lang gehen. Guck mal, das Ding hat auch einen Radius. Sehr schön. Gehen wir halt mal nie am Kabel lang. Hier ist auch bestimmt nichts. Ich folge dann einfach mal dem Kabel. Hallo. Und so den Standardsatz an. An Items kriegen wir. Ich hätte halt gern mehr Backpack-Geschichten und ein bisschen hier Laufgeschwindigkeit und sowas. Das wäre schon cool. Das ist echt immer nur die Dinger hier, ne? Aber das ist es halt. Das ist Hör auf zu heulen. Hier gibt's nichts zu heulen. Alles gut. Wir brauchen wieder einen Schlüssel. Toll. Wir sind hier wieder überall durch. Naja, solange wir speichern können, ist alles gut. Ich glaube, als das Spiel rauskam, gab es so gar kein Speichern, ne? Oh, groß.
Die Arterie der Hitze. Ja, das steht dann hier auch. Da steht schon wieder dieser Priesterpenner. Kollege, was machst du da? Also hier bietet sich auf jeden Fall auch an, diese Rauchviecher hinzusetzen. Was ist das? Sie suchen nach dem Zielort des Kabels fort. Gerät, sehr selten, unvollendet, benötigt Kristall, Schlafmangel. Benutzen. Lichtkristall. Was ist das jetzt? Heizer. 61 Grad. Ja gut, hat sich gelohnt. Ne, da können wir dann auch in den kältesten Geschichten überleben. Wo ist denn der jetzt hin? Wo muss ich denn eigentlich hin? Wo ist meine Zielpeilung? Da. Toll. Folge dem Kabel. Ne, komm, wir gehen jetzt einfach mal links rum. Und das wird schon irgendwie. Wir müssen ja erkunden, erkunden, erkunden. Schlafmangel, ja, ich weiß. Alles ist gut. Ich lege mich jetzt hier in die Ecke und schlafe. Hier war ja auch ein Schlüssel. Guck mal, hier kann ich gar nicht weiter. Dann lege ich mich jetzt hier hin und schlafe 8 Stunden, ne? Ach, gescheitert. Erdbeben. Erdbeben ist durch. Hallo? Boah. Ach, jetzt geht's. Dankeschön. Was passiert denn, wenn während des Schlafs jetzt ein Erdbeben passiert? Wache ich dann auf? Ich lebe ja noch, trotz Erdbeben. Ja, Gesundheit haben wir auch regeneriert, schön. So, also auf jeden Fall brauchen wir 2 Schlüssel schon mal. Ne, da vorne am Eingang ist einer und hinter uns. Mal gucken, wo wir jetzt noch welche brauchen. Da ist ein großer Kopf. Und wer zum Geier hat das hier alles gebaut? Ist ja unglaublich. Ja, wie gesagt, das Wasserdisplacement ist irgendwie komisch. Ich hoffe, da stimmt ihr mir zu. Da ist auf jeden Fall eine Statue. Da können wir auch hin. Da liegt auch, glaube ich, was. Hier ist ein Grill, was zu trinken. Brauche ich auch. Wir brauchen überall Schlüssel hier. Na, die Dinger machen halt Flüssigkeitsmangel, aber soweit ich das sehe... Ach, guck mal, hier hätte ich auch was essen können. Ein Resistenzenbuff nehme ich. Ver was? Verhungern unter Kühlung, okay. Gill! Ii. Warum? Pfuibar. Mögen die Himmelwesen im Tod für sich sorgen, wie sie es im Leben taten. Möge dein Licht dir den Weg durch die Dunkelheit zeigen und dich zur Sphäre des Himmels leiten. Ja, du kleines Ding, du. Du armes Ding, du. So.
Dich werde ich lehren, mir zu sagen, dass ich hier nicht lang kann. Ich muss bestimmt außen rum. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Kältekristall. Da ist noch ein Kältekristall. Aber ich habe schon einen Kältekristall. Und wenn ich noch so eine komische Dingens finde, dann mache ich da auch noch so eine Kältekugel draus. Die Musik zieht wieder an. Ja, bist du hässlich. Ja, nee, das ist einfach nur ein benutztes Wattestäbchen mit Affenschädel. Ich benutze diesen Affen. Hey, du bleibst jetzt für immer da hängen. Das Monkey Island Hörspiel ist ein fast endloser Quell an Inspiration. Beziehungsweise Zitate. Das ist herrlich. Noch mehr Tote. Alles beleuchtet hier schön. Da ist mir eine Lichtquelle. Da oben drauf. Das scheint wichtig zu sein. Operator, wet 100%. Ja, Kaltkristall. Dann gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Wir müssen ja sowieso in die Richtung. Ne, denn hier gibt es bestimmt auch einen Schlüssel. Und theoretisch müsste es jetzt in jedem dieser Türen einen Schlüssel geben. Damit wir die anderen Türen auch machen können. Haha! Oder nehme ich zuerst den Schlüssel von da hinten? Ich muss sowieso da hinten hin, dann können wir auch erstmal hier alles aufmachen. Können wir hier alles gucken und erforschen. Und uns von Puppen gruseln lassen. Ja. Also immer nur die Dinger, ne? Von denen habe ich eigentlich genug. Lasse ich erstmal da liegen. Ich weiß ja, dass sie da sind. Genau, in den allerersten muss ich auch noch rein, in den allerersten Untergrund, weil es da auch diese Wand gab, die wir kaputt kloppen können. Oh. Was ist das Grüne da hinten? Ich will es gar nicht wissen. Aber wir haben hier einen Hammer. Warte mal, ich kann noch nicht meine Fackel fallen lassen, dann sehe ich auch was. Ja, komm. Ich frage mich immer noch, was das eine da war mit dem mit diesem Scanner-Ding, wo der mir links und rechts angezeigt hat, von wegen, hey, da ist was. Ach, vielleicht ist das Grün ein Item. Grün ist doch immer gut, ne? Geld und ein Nachttopf. Relikt des Tages, Resistenz gegen Hitze. Vieh 1. Ja, 1,6180, das ist feil, das ist richtig. Da kommen jetzt noch Pi und Tau als Zahlen. Oh oh. Schwämme. Ein Schlüssel, klar. Wenn ich diesen Schlüssel jetzt nehme, dann wird doch hier bestimmt eine Falle ausgelöst. Für den Fall rüste ich mich. Dann doch nicht. Ich gehe den Weg trotzdem.
Na, aber was ich sag, ne, wir haben jetzt hier... Na, hier ist einfach nichts hinter. Wir haben jetzt hier halt in jedem dieser Dinger einen Schlüssel. Und hier geht es jetzt einfach nur darum, noch mehr Lore zu finden, ne? Dann gehe ich jetzt erstmal wieder dahin. Ja, aber diese kleine Welt ist schon vollgestopft mit Sachen, darf man gar nicht meinen. Und gerade in VR funktioniert es doch eigentlich ganz gut. Es ist mir stellenweise tatsächlich ein Ticken zu weitläufig, aber gut. Erdbeben. Rodonke. Na, aber auch wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, dass das hier alles aus... sag ich mal, Baustein wirklich zusammengesetzt ist, die er irgendwie in einem Tag erstellt hat. Oder zweien. Das ist das Spannende, finde ich. Ne, hier ist ein Terrain und der ganze Kram, aber hier die ganze Decke, das ist alles einzelne Meshes. Basierend auf ein oder zwei Texturen. Ist schon sehr cool. So, ich glaube, ich buff mich nochmal. Ich möchte mich nochmal buffen. Buff. Und ich sollte vielleicht noch was trinken. Also wirklich Hungersnot oder so haben wir nicht, ne? Bis jetzt. Gott sei Dank. Da ist auch ein Kältekristall. Sonst nichts Sinnvolles drin, ne? Ein Stein. Ein Schlüssel. Eine kaputte Wand. Vor allem habe ich auch immer noch ein Schwert im Inventar, was mir irgendwo als Hebel dient. Die sind mal alle beerdigt, wa? Kann ich den jetzt hier wegschieben? Sie ist ja keine Stadt. Na? Na, 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 na. Du bleibst schön hier. So. Siehst du, guck mal, ich habe von dem Hebel gesprochen, schon ist hier ein Hebel. Tür. Hier ist ein Grab. Das ist eine mächtige Grabkammer. Ja, aktivieren. Jetzt aus irgendeinem Grund ist hier das Touchpad aktiv. An einigen Stellen. Guck, jetzt kann ich meinen... Nee, ich glaube, mein linker Dingens hier entwickelt so langsam Drift. Das ist schlecht. So, Ja.
Und jetzt? Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Das klingt zischerisch. Nein, das überlebe ich nicht. Vielleicht sollte ich die Platte auch mal hier hinlegen. Nicht, dass ich mich, falls ich mich entscheide, nochmal zu teleporten und dann tatsächlich die falsche Taste drücke, dass ich dann irgendwie hier sterbe. Hm. Was tun? Keine Ahnung. Dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Ne, müssen wir uns auch mal irgendwie merken. Jetzt habe ich ja nichts mehr, um schwer zu machen. Also nehme ich das, na, nehme ich den Stein wieder mit. So, nochmal was trinken. Gluck. Komm, essen können wir auch noch eben. Dann können wir. Warte mal. Da, von da kommen wir gerade. Da haben wir einen Schlüssel geholt. Da haben wir einen Schlüssel geholt. Können wir jetzt wieder zur Zielpeilung zurück? War ich da? Sehe ich ja gleich, wenn die Tür auf ist. Hier passiert einfach zu viel. Weil, oder war der? Ne, der Eingang war da. Genau, da sind die beiden Statuen. Genau, das war jetzt Tür 2 von 3. Jetzt kommt Tür 3 von 3. Nur weil die ist auf, genau. Mit Springen kommt man die Treppen echt schneller rauf. La. Noch ein Schlüssel und ein Tablet. Utukus Warnung! Ungläubige, haltet euch fern, ertrinkt in eurem falschen Glauben, verhungert an euren Zweifeln, nur der Tod erwartet die Treulosen. Ich nehme mir diesen Schlüssel. Und widersetze mich der Warnung. Da ist ein Item. Schön. Total immersive. Dieses total immersive Ding, ne? Da haben wir hier nämlich einen Stiefel, Bewegungsgeschwindigkeit plus 1%. Und wir haben ein Schwert. Das ist ja praktisch. Aber wie komme ich da rein? Na, weil auch dieses Säure-Ding muss man ja irgendwie ausschalten können. Hm. Naja, dann. Dann nicht. Dann gehen wir halt da wieder gucken. Also mindestens ein Geheimnis gibt's hier noch. Nämlich, wie wir durch dieses Säure wegkommen. Und vielleicht liegt hier auch noch irgendwie Kram verborgen. So, aber hier muss auf jeden Fall irgendwie wieder rauf und ich befürchte mal, dass wir auch dann, wenn wir hier wieder raufkommen, dass wir am nächsten Teil der Insel dann angekommen sind. Und dann so von wegen, hey, Kraftwerk, lalala, und dann müssen wir wieder zurück, weil das Kabel ja da mit Strom versorgt ist und dann, wo auch immer das rauskommt. Ich glaube, wir müssen nämlich tatsächlich erstmal hin irgendwo und dann wieder zurück. Und ich erinnere mich noch irgendwie an eine
Klippe oder sowas. Mal gucken. Ist ja, wie gesagt, schon ewig her, dass ich das mal gespielt habe und ich habe es noch nicht durchgespielt. Aber so stellenweise erinnert man sich halt an so ein paar Kleinigkeiten. Aber es ist noch erfrischend neu. Gerade in VR. So, ich glaube, ich sollte hier nochmal schlafen. Ein paar Stunden. So, 11,3 Stunden Schlaf haben wir noch jetzt. Uns geht's so gut. Noch ein Speicherstein. Abgeschieden Dunkelheit 1. Ihr... Ich möchte mal so langsam wieder raus. Und mich von Wirbelstürmen und Meteoritendingern... Oh, Sternzeichen. Behageln lassen. Die Viecher schon wieder. Sternzeichen, wir kriegen einen Bonus. Schneller trocknen. Warum ist hier nass? Na, aber hier kommen jetzt wieder diese Viecher. Das ist einfach nur Pilze. Das ist halt geil, du bist auf fremden Planeten, alles macht Geräusche und nichts will dich fressen. Bis auf die Sachen, die dich fressen wollen. Und dann blitzt es auch gleich wieder irgendwo und dann rennen wir wieder um unser Leben. Ja, hier ist trocken. Oh. Not good. Hier hat mal jemand gelebt. Nur noch sowas ist dezent gruselig. Wenn dann auf einmal so eine Anomalie auftaucht und alles im Arsch ist. Die Geräte, auf die wir uns verlassen haben, funktionieren auf einmal nicht mehr. Das ist schöner Horror. Eine Leiter. Finden wir hier etwa das nächste Wrack? Abgeschiedene Dunkelheit 2. Ja, die Schilder brauche ich eigentlich gar nicht mehr lesen. Finde einen Weg, der nach oben führt. Ah ja, drohende Dehydration. Das können wir ja nicht zulassen. Warte mal, das haben wir gleich. Gluck. Wieso bin ich so schnell dehydriert? Ich habe doch vorhin noch getrunken. Kann gar nicht sein. Klettere nach oben, baue ein Funkturm und telefoniere nach Hause. Ich finde es immer noch witzig, dass dieses Ding irgendwie nicht wirklich zentriert ist. So, Dehydration ist... Alles gut, ich habe getrunken. Ich bin gesund. Hier wird so ein Buhai gemacht mit der Musik, ne? Dabei ist hier gar nichts.